Meißel versus Momo. Wir sehen, dass, ja gut, das ist kein Hund, das ist ein Bär. Aber Chicken, zweimal Chicken. Das Duo. So, schauen wir mal, wie das hier läuft. Ich glaube, die beiden haben schon einmal letztes oder vorletztes Mal gespielt. Da war es dann ein bisschen, ja, ich glaube, da haben die erstmal ein Vito gemacht. Oh, kurz Hops genommen. Das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht kommen sehen, den F-Smash. Ich dachte irgendwie, das wäre ein Up-Smash. Kann man manchmal bei da kann ich nicht so genau erkennen. Okay. Oh, der Wonder Wing war nicht gut. Oh, ich dachte schon, das war gefährlich gerade. Gut, dass Momo das gerade geschildert hat. Ah, der Hard Punish. Mhm. Ja, immer so die Faustregel gegen Benjo-Player. Versuchen nicht von den Sidebeats getroffen zu werden. Wenn man die schildert oder weiß nicht, drüber springt oder so, dann kann man die schon echt ziemlich gut hart punishen. So. Okay, wir sehen hier wieder crazy Beisel Dragdowns. Hier gerade noch auf dem ersten Stock, den er jetzt gerade verloren hat. Oh, und der harte Upsmash. Benjo definitiv ein Charakter, den man sehr selten nur zu sehen bekommt. Den spielt fast keiner mehr dafür, dass der halt wirklich naja, der Charakter. Oh, wow. Das habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Schöne Triple Combo gerade. Schön viel Damage am Ende nochmal drauf bekommen und dann da doch am Ende mit der Nair gekillt. Ja. Ja, wie gesagt, zumindest Benjo sieht man wirklich sehr selten. Ich glaube, mir fällt sonst nur ein Benjo-Spieler noch ein in Deutschland. Deswegen bin ich immer gespannt, wenn ich diesen Charakter sehe. Es gibt dann doch viele Tags, die man so noch nicht kennt oder die neu sind. Mal schauen, ob wir die vielleicht im zweiten Game nochmal zu Gesicht bekommen. Natürlich auch immer schwierig gegen den ganzen Kram von Beißel. Dieses Schlachtfeld, was er da upsettet. Ging an zu upsetten. Oder Setup, besser gesagt. Okay, also im Moment deutlich besseres Game für Momo. Schafft sie den ersten Kill zu bekommen. Und jetzt ist es einmal Duck Hunt, der hier hinterher laufen muss. Wobei das doch noch relativ aggressiv ist. Also man sieht so ein bisschen, die Geschwindigkeit hat auf jeden Fall angezogen. Hier auf Momos Seite. Ja, aber diese Side B ist schon klar, dass man damit on Stage kommt. Aber im Endeffekt hat Beißel nur darauf gewartet, dass die Side-B kommt. Wenn er so weit weg steht, dann kann er die halt hart punishen. Hier ist jetzt ein letzter Wonder Wing. Aber natürlich auf einem Stock, der ja jetzt weg ist, aber eben durch den Wonder Wing. Also, ja, ich finde, da muss man doch ein bisschen sparsamer mit umgehen. Ist natürlich immer ein schönes Tool, auch einfach invincible zu sein. Und durch sämtlichen Spam durchzurennen. Nur der Spam slowt einen schon ziemlich. Also da hat, ja, eben auch da hat man es gesehen, der Gunman
lässt das Ganze so ein bisschen freezen und in der Zeit kann Bicycle easy auf alles reagieren. Von daher, es lohnt sich in den meisten Fällen nicht, außer wenn man so... Naja, wenn Bicycle in dem Gunman drinstehen würde, dann könnte das vielleicht nützlich sein. Okay, fair. Ah, doch ein bisschen zu viele Wonderwings, ja. Auch hier... Gerade kommen die ja einer nach dem anderen und das ist wahrscheinlich viel zu verlockend, einfach diese Option zu haben. Nur wenn Bicycle das safe spielt, so wie jetzt, dann wird er darauf reagieren können. Und da kommt einer. Okay. Da nicht mit dem Wonderwing getroffen, aber die Dose. Oh, hier die Back Air. Und das ist die erste Elite in diesem Game für Bicycle. Momo braucht jetzt diesen Kill. Das weiß er auch selbst. Oh, Sidebeak trifft, aber irgendwie war sie nicht allzu stark. Oh, aber hier der SD von Bicycle. Den hätte Momo auf diesem Stock gebraucht. Aber es ist even wieder. Okay, also jetzt gerade ist das relativ einseitig. Momo hat einfach Schwierigkeiten, da durch den Spam durchzukommen. Wird hart gepunished dafür, wenn er sich leicht macht mit der Side B. Ja, das ist halt so das Ding am Duckhand, ne? Also es kommt auch immer darauf an, wie die Projektile miteinander interagieren. Man hat gesehen, eins von den Eiern reicht nicht, um die Frisbee kaputt zu machen. Das ist eine Sache, die man wissen muss. Oh. Und da kommt wieder Wonderwing. Interessanter Punish von Bicycle. Okay, und die Fair. Und das ist das 2-0 für Bicycle. Und ich würde auch sagen, der kann da eigentlich direkt sitzen bleiben und dann spielt er nochmal gegen Squallen.